Hallo zusammen, willkommen bei Get Ready with the Swiss No Demo Team. Ja, es ist Herbst, die ersten Schwünge kommen näher. Ich bin bereit, es geht in die Endspurt, aber etwas Wichtiges fehlt noch. Geht euch umziehen und kommt mit. So, in der heutigen Episode werden wir die Schnelligkeit trainieren. So ganz nach dem Motto Go Faster. Rumpfstabilität, Beine etwas stärken, damit wir wirklich ready sind für die Fliehkräfte, die wirken im Winter, oder eben auch die schnellen Wechsel, dass wir wirklich schnell können, wechseln können. Let's go! So, für den Einstieg etwas für Beweglichkeit. Die Übung heisst Karate Kid. Folgender Bewegungsablauf: Gehen den Boden, sitzen auf die Fersen hinten, links Bein führen und mit dem rechten nachher. Zurück auf die Fersen, rechts Bein führen und links nach. Das machen wir jetzt 10 Mal auf jeder Seite. Zweite Übung, etwas für Trumpfstabilität. Gehen wir in die Plank-Position. Dann das rechte Bein zum rechten Ellbogen. Ganz gerade, zurück und wieder schräg. Das Ganze 5 Mal pro Seite. Dritte Übung, etwas für unsere Oberschenkel, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar machen wir eine Serie Sprünge. 3x10 Sprünge. Und zwar wirklich ganz tief runtergehen. Und danach so weit wie möglich wieder tief abfedern. Natürlich dürfen wir eine kleine Pause machen dazwischen. So, jetzt habe ich noch eine kleine Challenge für euch vorbereitet, dass ihr wirklich bereit seid für den Winter, für die beinharten Schwünge, die ihr macht. Und zwar sucht ihr euch einen Gegenstand, der ein bisschen erhöht ist. Und da machen wir jetzt Burpees und sagen wir, sagen und schreiben 50 am Stück. Viel Spass!
Nicht verklüpfen. Es könnte noch streng werden. Nicht vergessen, eure Kollegen zu taggen, die die Challenge unbedingt absolvieren müssen, bevor sie das erste Mal auf dem Schnee sind. Und ich wünsche euch mit diesen Übungen noch einen guten Rest für die Vorbereitung und einen erfolgreichen Winter. Ciao zusammen.